Guten Abend, Galopp Deutschland. Wir grüßen euch herzlich. Und zwar, Guido, wo steckst du? Wo ich immer bin, zu Hause auf Balkonien hier. Balkonien in Düsseldorf. Ich grüße aus München. Hab wieder mal die Wäsche gewechselt, wie der Guido eben schon festgestellt hat. Nein, habe ich nicht gewechselt. Ich bin inzwischen in das Trikot reingewachsen und Das ich werde riecht aber zu. bis hierhin. Ja, das nennt man Odeur. Das ist was Schönes. Nächste Woche werde ich versuchen, es loszuschneiden, damit ich aus dem Trikot rauskomme. Nein, das ist eine letzte Reminiszenz. Das muss man durchziehen jetzt. Nach dem Erfolg muss das Trikot natürlich auch noch einmal getragen werden. Und dann bis zum nächsten Jahr, bis zur Wiederholung des Champions League-Titels. Zieh es auch nicht wieder an in der Sendung. Uns fehlt dort einer, Guido. Wen vermissen wir? Ja, Wer unseren noch? Wettexperten, den Wettexperten, der Lars fehlt. Die Der Treffermaschine. Wettexperte. Der Toto-Crasher, da sind wir schon fast beim Thema wieder. Der Lars Wilhelm, der Aber kommt für. Bitte? ich muss Ja, den erzähl. Lars jetzt mal in Schutz nehmen. Der hat ja Erzähl. den Doratio genommen in Hannover, ja. Und da hat wirklich so, ich weiß nicht, also das Pferd hätte ja nie verloren, ja. Der hat ja zweimal die Bude zugehabt in der Geraden. Also da konnte jetzt der Lars nun wirklich nichts mehr für, ja. Das war einfach Pech. Der hätte gewonnen normalerweise, ja. Also Guido, ein guter Wetter kümmert sich auch um solche Engpass-Situationen und spricht vor mit den anderen Jockeys, dass sie da doch bitte Platz machen sollen. Also so, das kann man nicht gelten lassen, Guido. Ne? Nicht wirklich. Der Lars Wilhelm ist unterwegs in rennsportpolitischen Aktionen. Wir hoffen, dass wir ihn noch zuschalten können. Er ist besitzervereinigungstechnisch engagiert heute den ganzen Tag, hat hoffentlich die Lösung für alle Aufgaben des deutschen Galopprennsports für die Zukunft dann heute Abend im Säckchen und kann die dann nächste Woche kundtun oder auch noch besser umsetzen in den kommenden Monaten und Jahren. Das Also geht Lars Wilhelm, wir schnell, grüßen das geht dich von mir. schnell. Das geht ruckzuck. Ich glaube auch. Thema Lars Wilhelm, die Treffermaschine. Lars Wilhelm hatte letzte Woche keine 20 Euro übrig, weil sein Geld, seine 20er weg waren. Er wollte die diese Woche in seinen Sparfrosch einwerfen. Das wird er auch sicherlich tun. Er kann nämlich, auch wenn er schon dabei ist, kann er noch einen hinterherwerfen. Denn der eben erwähnte Doratio hat es ja nicht ganz geschafft. Er wurde Fünfter, was nicht schlecht ist. Es gibt auch noch Geld im Auktionsrennen. Aber Herr Würste konnte nicht, der Besitzer Stallgrafen, der konnte nicht aufs Siegerfoto. Dieser Sieg ging an unsere Freunde von Werner Herold und Kollegen, die mit der kleinen, was ist es, Schwester oder Halbschwester von Ikitos dieses Rennen gewinnt zu einer Quote von circa 20:1. Glückwunsch nach Gölle. Glückwunsch an Herrn Trainer Gröschel, der nachher kundgetan hat, dass er seinen Job nicht an den Nagel hängt, aber jetzt dann doch das, was er schon vor 5 Jahren machen wollte, nämlich aufhören. Er gibt Janina Reese. Janina, wir grüßen dich, wünschen dir viel Erfolg. Und Herr Gröschel zieht aber noch bis Jahresende durch. Guido. Ja, und eben diese Schwester, die Siegerin, die hat noch den Doratio mal eben Mitte der Geraden umgenietet. Ja. Die hat wirklich mit allen Ecken und Enden da gekämpft, ja, und ist zu Recht dann auch die Siegerin des Rennens gewesen, ja. Erstmal Da muss Herr den Würst. stärksten Gegner in Mitte der Geraden ausschalten und dann vorwärts. Da So kommt der geht's. alte Sprinter bei dir durch, oder Guido? Du warst doch früher ein guter Sprinter in der Schule. Ein Spritter oder ein Sprinter? Der Sprinter war kurz nachher, aber Sprinter meinte ich. Ja, für dich hat es ja noch gereicht. Das haben wir ja in Berlin gesehen. Ja, hast ja noch Das verletzt war gedacht. hoch überlegen mit Bauch, glaube ich, und Mit Brust. Wampe, genau. Mit Wampe. So, der Guido hat natürlich wieder. Es ist langweilig, aber Guido hat gewonnen. Glückwunsch. Deine Wette ging auf wen? Und das Rennen war spannend, oder? Erzähl mal. Also gewettet, also vielleicht sage ich erstmal noch ein paar Takte, möchte ich gerne noch mal zum Renntag sagen. Ich war ja da, also in Hannover, einer Ja, von bitte. den paar hundert da. Ja, und da mal War da was großes los? Wie Kompliment. war die Stimmung? Groß, ja, also es geht. Das ist natürlich so schlimm, wie das ist mit diesem Corona, dass man nur ein paar Leute sind. Dafür kann man natürlich mit jedem Mann Quäntchen halten, den man da sieht. Ja, hat also auch ein paar Vorteile. Ja, wenn so irgendwie 13.000 Leute auf der Bahn sind, dann ist ja nur Hektik und überall eine 100-Meter-Schlange und man kann überhaupt nicht mit jemandem sprechen. Und das kann man natürlich jetzt so mit so ein paar Leuten, da kann man halt jeden mal, wo man vielleicht eine Frage hat oder generell man nicht mehr so lange gesehen hat, kann man in Ruhe da auch ein Quäntchen halten. Ja. Also großes Kompliment an den Gregor, das war ein super Renntag, ja, und natürlich auch noch seinen Geschäftsführer Matthias Seber. Ja, also ich würde mal sagen, zum Geläuf, ja, was ja überall wichtig ist immer, also der Vorgarten Queen, ja, der kann nicht besser gepflegt sein als also als das Geläuf in Hannover, ja. Und besonders der Bereich auch, wo die Zuschauer stehen, ja, da hat man fast den Eindruck, dass mit der Nagelschere da der Rasen
letztendlich getrimmt ist. Ja? Also das ist schon eine Wonne, sowas zu sehen, wenn man dagegen andere Rennplätze in Deutschland zum Vergleich nimmt. Also das ist da schon Champions League in Ufer, ja. Also Chapeau, das Essen hat auch geschmeckt, ja. Also alles so, was überall nicht so ganz so super funktioniert, funktioniert da 1A. Also alle mal zum Gregor mal kurz den Telefonhörer in die Hand nehmen und mal fragen, wie es geht. Ja? Er beantwortet das sicherlich gerne. Sehr schön. Dann ja, danke namens Galopp Deutschland an Gregor Baum, Präsident Hannover Rennverein. Und zu dem Thema von deinem Pferd November, das Pferd gehörte. Also November habe ich gehört, das war eine Zweijährige, da habe ich von Anfang an gesagt, die Favoritin, die Nummer 1, ja, von Markus Klug, die hatte da 2 Kilo mehr oder 3 sogar, waren es 2 oder 3, egal, auf jeden Fall deutlich zu viel und Gewicht. Auch Albany muss noch einrücken. Ja. Wenn wir da mal in die Zielgerade spulen, dann gibt es nämlich da einen, fast eine, da keine Kollision. Jetzt ist das Pferd innen völlig eingeschlossen, da mit den Farben Trümmerhof. Schwarze Mütze im Moment an Position 3, 4 innen. Ja, der wollte innen durch. Der Moser Bajew, da war aber da keine Lücke. Weil Helfenbein vorne mit dem Pferd nicht langsamer wurde. Und jetzt ist er hoffnungslos eingekesselt, nimmt ganz nach außen und fliegt noch an einem vorbei. Also das sieht man bei einem zweijährigen Pferd sehr, sehr selten. Ja, dass das Pferd noch gewinnt. November kommt jetzt mit viel Schub. November an der Außenseite wird stärker mit Laterani. Das ist echt unglaublich. November kommt wohl noch ganz knapp an. Also ich sag mal, ja. Ich lehne mich mal aus dem Fenster. Wenn das Pferd kein Black Type holt, dann lege ich mir noch einen vierten Vornamen zu. Ja? Was haben wir schon? Wir haben schon Guido, wir haben Werner und wir haben Hermann, richtig? Ja. Ja, Christian passt doch dahinterher noch. Ja, Christian, oder du wolltest mich auch Otto nennen. Aber Christian finde ich super. Also Christian kriegst du dann, wenn das nicht Black Type holt. Ne? Okay, gut, aber das sieht wirklich gut aus. Und das Spannende wäre, also eine theoretische Übung hier, wie überlegen hätte das Pferd gewonnen ohne diesen Schlenker? Also können wir wetten, ob man das 5 lenken oder wären es 8 geworden. Das war schon wirklich beeindruckend. Also, am Toto gab es allerdings nicht mehr so viel. Das war schon ein kleiner Schmidt-Abschlag, da habe ich so im Gefühl gehabt. Ja, also. 22 für 10 hat es gegeben. Aber 88 Euro für die Mannschaftskasse. Wir danken. Und eine halbe Stunde später hat unser alter Freund Marco Klöpper und Sandra Herbert haben dann mit Auenflug gewonnen. 26 für 10. Das heißt, wir waren gut unterwegs und der Druck auf unsere Treffermaschine Lars Wilhelm stieg. Doracio, wie gesagt, hatte dann nicht den idealen Rennverlauf. Wurde 5. was nicht schlecht ist, wurde belohnt. Und diese 20 Euro leihe ich dann mal dem Lars Wilhelm und tu die nicht in mein Schwein, sondern gedanklich in seins, in seinen Sparfrosch. Da kommen also nächste Woche 40 rein. Und da Lars Wilhelm nicht bei uns ist, werden wir auch dann von ihm im Nachgang erfahren, was seine Obelix, seine Charity-Wette für dieses Wochenende ist, für Düsseldorf übermorgen am Sonntag. Und das natürlich nachmelden auf unserer Facebook-Seite. Und Lars Wilhelm wird sicherlich dazu stehen, denn wir müssen ja auch 40 Euro darauf wetten. So, was haben wir noch letzte Woche? Wir müssen einen fetten Glückwunsch aussprechen an den lieben Guido. Der Guido hat es geschafft, die Viererwette zu treffen. Ja, yeah, yeah, als Einzelperson. Und hat damit, wie war mal, im Preis 1.300, wie viel auch immer, Geld gekauft. 1.379,80 Euro plus 180 Einsatzpunkte bekommen. Ist damit, bitte? Das ist total hilfreich, Christian, wenn man nicht mit euch zusammen wetten muss. Ja, habe ich festgestellt. Man muss auch quasi Ballast abwerfen. Du kannst dann frei von uns entscheiden, was da geht. Ja, diesmal war ich nicht gut. Mein Adao war, den ich mit dir gestellt hatte. Du hast Italia genannt. Ich Adao, das war falsch. Ansonsten haben wir wieder viele, viele Pferde richtig. Wir haben auch gesagt, die ersten Pferde, die ersten Nummern machen das Rennen unter sich aus. Das stimmt. Die höchste Zahl war die 8. Das war ein Tipp von Lars Wilhelm. Hat so nicht funktioniert. Aber nicht nur Guido kriegt einen Glückwunsch, sondern auch das Duo Infernale nach Düsseldorf. Christoph Rippers und Kollege Knitter von Pferdewetten.de haben gewonnen. Der Stall Grey Goose hat gewonnen. Darius Racing hat gewonnen. Christoph Holzschbach hat gewonnen. Und wieder mal hat gewonnen das RaceBets Team. Also dieser Wettpool. Die haben schon zum dritten oder vierten Mal gewonnen, was aber nicht so schwierig ist, denn die sammeln 1.000 Euro ein und wetten dann nicht nur 180 Euro in dieser Wette, sondern 1.200, 1.300 Euro. Logischerweise haben sie damit ein Vielfaches an Chancen und gewinnen entsprechend auch öfter. Dann pro Kopf allerdings weniger. Aber auch die haben es geschafft. Die laufen aber bei uns außer Konkurrenz mit. Also haben wir 5 Teams und Einzelpersonen, die Punkte geholt haben. Inzwischen sind wir bei 35 Teams angekommen von 114, die in der Wertung sind. Heißt, wir haben noch gut 80, die noch was holen können, 79. Und ganz wichtig, wir haben in Düsseldorf den Mittelrenntag. Wir haben 10 Renntage hinter uns, 10 Spieltage. Halbzeit. Und der Halbzeitrenntag, der Medianrenntag, ist der 11., nämlich der in Düsseldorf
nächste Tage. Was wir, ach so, sorry, ich habe noch einen vergessen. Wer auch gewonnen hat, natürlich Sven Schleppi und Freunde. Pardon, das heißt wieder einer mehr. Die haben schon das zweite Mal gewonnen. Also herzlichen Glückwunsch an Sven und Kollegen. Das ist großer Sport. Und wer in der Tabelle führt, ist weiterhin Sascha van Treel mit den Gorilla Millions. Und der Mann ist so gut unterwegs, der hat auch noch 900 Siegpunkte geholt, weil er noch 60 Euro auf Sun at Work hatte. Und dieses Pferd hat, glaube ich, auch einer angesagt, der in so einem Bayern-Trikot hier sitzt. Das werden wir heute wieder so machen. Während Guido und Lars Wilhelm immer fleißig im Hauptrennen diskutieren, welche Pferde alle Chancen haben, hat der Sundermann jetzt zweimal gesagt, da gibt es nur ein Pferd, das jeweils das Rennen gewinnt. Einmal war es die Stute von Guido in Düsseldorf. Und letztes Mal haben wir gesagt, redet ihr ruhig, wir nehmen Sun at Work, das Pferd gewinnt. Und das gewann mit 13-1, wunderbar, geradeaus von vorne. Ja, ich glaube, du gehst ganz nach dir. Du nimmst immer das älteste Pferd, ja? Sun at Work war nämlich auch wieder das älteste Pferd, ja? Ja. Je Olla, je Dollar, ne? Genau, da sagt man so schön, das Gras wächst auch nicht schneller, wenn man daran zieht, Guido. Also, langsam an. Auch gut, letzte Woche waren zwei Teams auf Platz 2 bei den Siegwetten, die nennen wir auch. Das ist die Trotto-Tipp-Gemeinschaft, Andi Gruber, viele Grüße. Und der Racebets-Podcast von Frau Kedelius und Co. haben auch 720 Siegpunkte geholt und sind beide in der Siegtabelle weiter nach vorne geschossen. So, wir kommen zum... Ich bin ein bisschen nach unten geschossen, ich bin nur noch Vierter. Ich bin auf 16 nach vorne. Ich komme dir näher. Unser Team ist auch dabei. Mhm. Und die Treffermaschine Lars Wilhelm, da weiß ich gar nicht, wo ich den suchen soll. Ich kann nicht so hohe Zahlen. Bei dir muss ja irgendwas im Busch sein. Ja, auf einmal triffst du hier am laufenden Band, das unter deinem Schreibtisch, man sieht dich ja immer nur bis zum Bauch, irgendwie sitzt da einer unten drunter, der da was einflüstert, glaube ich. Ja? Du hast auch einen Knopf im Ohr immer, ja? Das solltest du nicht sagen, aber ich kann euch zeigen, wer das ist hier. Also er gibt mir die besten Tipps hier, der kleine Kevin von den Minions. So, auf zum Renntag in Düsseldorf. Es ist der 11. Spieltag, das haben wir erwähnt. Es gibt 12 Rennen ab 12.30 Uhr und dazu zwei, es sind viele junge Pferde am Start, zwei wichtige zweijährigen Rennen. Wir starten aber natürlich mit der Viererwette, unserem Hauptwettrennen, was sich die letzten Wochen bewahrheitet hat. Diese Rennen, außer dem Deutschen Derby, sind immer die, die mit Abstand am meisten Wetten kassieren. Nicht nur in der Viererwette, sondern ihr spielt dann auch die Platz, die Sieg, die Zweier und die Zwei aus Vierwette und Ähnliches noch mit, sodass diese Rennen tatsächlich rausstehen und dem Rennverein einen sehr, sehr, sehr fetten Deckungsbeitrag geben, um den gesamten Renntag mitzufinanzieren. Also da nochmal ein Dankeschön von Lars Wilhelm, Guido und mir an euch. Das ist perfekt, was ihr da macht. Also weiter so. Bleibt uns treu. Wir sollten uns aber einen Gast dazu holen, Guido, oder? Was meinst ja. du? Ja. Wenn der Lars Wilhelm schon nicht will, dann schalten wir jetzt mal... Mal was Junges. Auch die Scharker war auch jung letzte Woche. Hat zwar nicht die besten Tipps gegeben, aber auch jung dabei. Und wir haben nur junge Frauen zu Gast. Und jetzt haben wir einen jungen Mann, da ist er im Querformat, etwas im Halbschatten, aber er ist von wegen, er ist gar nicht im Halbschatten, er ist ein cleverer Junge, er ist 16 Jahre alt, Junge darf ich sagen, also das passt schon, ein junger Mann, 16 Jahre in Köln aktiv am Stall von Peter Schirgen, gestartet als Amateur, jetzt inzwischen Lehrling, also in der Ausbildung zum Pferdewirt, Fachrichtung Rennreiten. Ich hoffe, ich habe das halbwegs richtig hingekriegt, müssen wir gleich mal schauen, ob das so passt. Und wir begrüßen auf der Rückbank im Auto Leon Wolf. Hallo Leon, schönen guten Abend. Hallo zusammen. Wo steckst du gerade? Fahrt ihr oder steht ihr? Wir stehen gerade im Stau, es ist eine Vollsperrung anscheinend. Wir sind gerade auf dem Weg nach München. Hast du einen Schlafsack dabei? Ja, nee, leider nicht. Wir sind noch positive Hoffnungen, dass wir vielleicht heute noch ankommen. Das hinter dir, ist das noch Abendlicht oder das Vorderlicht eines Hintermanns? Also ist schon düster bei euch? Ja, ist schon langsam gedämmert, hat gerade eben schon geregnet, also ist schon dunkel bei uns hier. Aber du bist erst 16 und hast heute Abend länger Ausgang, ist das richtig? Ausnahmsweise, ja. Sehr schön, nicht, dass wir Ärger kriegen mit deinen Eltern. Ist das wirklich ein Stau oder hat die Helen Böhler, die erfährt, sich verfahren? Nee, ist wirklich ein Stau. Also die Helene ist eine gute Autofahrerin, da kann man sich drauf verlassen. Echt? Wen hast du denn alles im Auto, Leon? Das hätte ich jetzt auch gesagt. Wer ist denn bei dir alles im Auto? Zeig doch mal. Also wir können einmal hier die Kamera umdrehen, am Steuer sitzen. Hallo Helene, guten Abend. Guten rechts Abend. Daneben der Lukas. Ah, Monsieur de Dossier, bonsoir. Bonjour. Ja, bonjour. Bonjour ist gut. Guten Abend. Okay, gut, dann machen wir uns mit dem lieben Leon weiter. Leon, 16 Jahre, Rennsport, wie bist du dazu gekommen? Wie kommt man im Alter von 16 auf das Thema Rennsport? Ich war mit 16 noch nicht mal auf einer Rennbahn und du bist schon im Sattel und gewinnst. Was habe ich falsch gemacht?
Gut, ich habe schon früher angefangen zu reiten. Ich habe mit 7 Jahren meine ersten Reitstunden genommen und bin dann nachher, wo ich 13 war, durch einen Bekannten, den ich aus dem Reitstall kennengelernt hatte, der hatte früher beim Löwe gearbeitet und dadurch bin ich dann in den Rennbetrieb gekommen. Er hat mich gefragt, hast du nicht mal Lust, du bist ja klein und leicht, du gibst auch im Gelände immer Gas, hast du nicht mal Lust, da auf der Rennbahn zu reiten. Und so. Du bist aber klein und leicht bist du denn? Nochmal? Wie klein und leicht bist du denn? Ich habe 48 Kilo, 48 Halbtagesform abhängig und bin ca. 1,65 groß. Das heißt, okay, du kannst auch noch ein Big Mac essen irgendwann. Ich kann auch noch ein Big Mac essen, ja. Wie sieht das denn aus? Normalerweise kommen doch alle immer irgendwie über die Ponyrennen zum Rennreiten, ja. Aber dich habe ich nie auf dem Pony gesehen. Du bist direkt, hast gesagt, Ponys sind zu klein. Das nervt. Wir gehen direkt auf die großen Pferde, okay? Gut, ich wusste halt vorher gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Wie gesagt, meine Familie hat gar nichts mit dem Rennsport zu tun. Wir sind früher mal in Weidenpech ab und zu auf die Rennbahn gegangen und haben uns da die Rennen angeguckt. Aber sonst hat meine Familie keinerlei Anbindung zum Rennsport. Was wärst du denn geworden, wenn du nicht angesprochen worden wärst Richtung Pferd? Ich habe tatsächlich das Praktikum gemacht, habe mich auch beworben und hätte die Ausbildung anfangen können beim Zoll. Oh wein. Beim Zoll? Oh, Guido. Da kannst du bei Jenny immer gucken, ob die Schuhe auch richtig eingebucht wurden, wenn die von Weltreise zurückkommen. Aber ich gehe davon aus, dass Guido sich freiwillig beim Zoll meldet, bevor die Jenny da rote Ohren. Ja, sicher. Ist. Ich gehe immer durch Grün. Immer durch Grün. So ist recht. Das finde ich gut. Leon, du hast schon richtig gut Erfolg gehabt. Wann bist du gestartet? Wann war dein erster Ritt? Als Amateur bist du angefangen, ne? Genau, ich habe als Amateur angefangen und bin Ende letzten Jahres im Baden-Baden, wo Meeting war, habe ich meine ersten 2 Ritte absolviert. Und schon gewonnen? Nee, ne? Der erste Sieg war dann Ritte dieses Jahr, oder? Wann hast du den ersten Sieg geholt? Nee, auch letztes Jahr. Mein erster Sieg war Ende letzten Jahres in Dortmund auf der Sandbahn. Der Sundermann kriegt nichts mit im Winter. Doch. Ich wusste nicht, ob das im Frühjahr war oder im Herbst. Du hast inzwischen 7 Siege und ein Pferd hat dir besonders viel Spaß gemacht, richtig? Genau. Und über dieses Pferd sollen wir mal reden. Ich glaube, das reitest du am Sonntag wieder. So sieht's aus. Genau, die Novals in Düsseldorf. Okay, und dann wird das ein Walzer für dich oder wird es No Waltz? Oder walzt du alles nieder? Was machen wir mit dem Pferd am Sonntag? Müssen wir das wetten? Das wollen wir hoffen. Also, wie gesagt, sie ist gut drauf, hat letztes Mal ja sehr überlegen gewonnen und ich denke, da ist auch noch Potenzial nach oben. Und das wird ein schnelles Rennen geben. Ne? Das ist ja ein Pferd, was aus der Reserve geritten werden muss und das wird ein schnelles Rennen geben in Düsseldorf. Ja? Das ist natürlich gut. Ne? Ja, das denke ich, kommt dir auch auf jeden Fall entgegen. Das heißt, das Pferd kennst du aus dem Training, Leon? Genau, das reite ich quasi tagtäglich im Training. Okay. Und die Eindrücke jetzt im Training waren genauso wie zuletzt vor deinem letzten Sieg? Oder gab es Unterschiede? Die hat sich nochmal gesteigert. Also im Training ist sie nochmal was frischer geworden und fühlt sich noch besser an als letztes Mal. Also eigentlich alle Zeichen auf grün. Da hast du gewonnen mit, was waren das, 4 Längen, 5 Längen? Wie sieht das aus hier? Das ist ja unglaublich. Schau mal gerade, die Rennleitung sah 4,5 Längen, 4,75 Längen. Okay. Prima, dafür hast du ein Aufgewicht bekommen jetzt von 4 Kilo. Du hast weiterhin 5 Kilo Erlaubnis, weil du noch keine 10 Siege hast, ne, sondern 7? 30 Siege. 30 Siege hast du? Nee, ab 30 Siegen fängt die Gewichtserlaubnis erst an zu schrumpfen. Ach so, ich dachte, das wäre bei 10, dann würde ich nicht abgeben. Nee, das wurde geändert. Ist geändert worden. Okay, dann hast du noch ein paar Siege im Petto, bevor die Besitzer, die dir das Vertrauen schenken, dann mit etwas weniger Nachlass belohnt werden. Anstatt die Rennordnung, der Sundermann, der guckt nur noch Bayern München hierher und schläft in seinem Bayern München Bettwäsche mit seinem Bayern München Trikot und seiner Bayern München Unterhose. Der kriegt gar nichts mehr mit. Leon. Wie kann man die Unterhose auch sehen? Oh. So, also, dann sag mal an, was uns hier wirklich interessiert, Leon. Du hast ein paar Ritte in Düsseldorf. Was sind für dich die besten? Und mit welchen meinst du, dass du in den Endkampf eingreifen kannst? Und dann kommen wir zur Viererwette. Dann machen wir es so, genau. Okay, Leon, erzähl. Wo müssen wir Kreuze machen? Ich denke, dass von Lucien van der Molen When Comes Here. Ja.
dass der gute Chancen haben wird, ist jetzt die letzten paar Mal auch nicht verkehrt gelaufen. Damit denke ich, bin ich auch auf jeden Fall in der. Das ist die Nummer 1 im 6. Rennen für die Leute, die jetzt nicht direkt eine Zeitung vor sich haben. Alles klar, ein 3-jähriger Wallach. Sportfeld sagt 5,5. Damit bist du auch so gut wie Favorit. Ja. 60 Kilo GAG, das sollte das Pferd können, ja. Ja. Dann hast du noch weitere Ritte. Ich schau mal gerade. Im 8. Rennen reitest du Alinaro. Was ist deine Meinung zu, Leon? Gut, da muss man erst mal gucken. Der war in letzter Zeit relativ unbeständig gewesen, aber man weiß ja nie. Düsseldorf, die Bahn schreibt ihre eigenen Regeln und deswegen denke ich, vielleicht, dass er ins Geld kommt. Der ist schon gut gelaufen in Düsseldorf. Das ist immer wichtig. Der ist schon gut gelaufen in Düsseldorf. Genau. Er ist das erste Mal. Und eine interessante Besitzertruppe ist dahinter. Ne? Dein Rennpferd.de. Und genau. Das ist eine tolle Aktion, eine tolle Geschichte. Das Pferd hat ja auch mal in Hamburg, glaube ich, ein Auktionsrennen gewonnen. Vor 2 Jahren. Und das ist schon toll. Also da drücken wir die Daumen, dass dein Gewichtsvorteil jetzt hier vielleicht den Ausschlag gibt, dass das Pferd in die Erfolgsspur zurückkommt. Dann haben wir natürlich die Viererwette, da haben wir schon kurz drüber gesprochen. Zum nächsten Rennen, da bist du dabei, da sage ich jetzt was, nämlich das 10. Rennen, da reitet der Leon Sweet Dreamer und das wird mein Tipp, Guido, meine Obelix-Wette. Da setze ich 40 Euro für unser Team drauf und wenn es nicht klappt, gehen diese 20 Euro, die ich den Lars Wilhelm ja theoretisch geliehen habe, in dieses Schweinchen. Das wird nicht passieren, denn das gewöhne ich mir jetzt ab. Ich sage jetzt Sieger. Leon, ist das Harakiri oder ist das gut investiertes Geld? Ich denke, es ist gut investiertes Geld. War letztes Mal ist ein bisschen außerhalb des Schwunggekommens in Mannheim. Gut, die Linienführung in Düsseldorf ist was größer gewesen. Also ist größer. Und deswegen denke ich, dass man vorne mit dabei sein wird. Am besten ganz vorne, Leon. Okay, dann wären wir richtig gute Freunde. Alles klar. Gib mir Mühe. Gut. Dann gehen wir noch eins weiter. Du hast permanent die Startnummer 1, sehe ich hier gerade. Du wirst immer auf die hochhandicapten Pferde gesetzt und dann 5 Kilo Erlaubnis, damit wir noch eine Chance haben. Amaranto, diesmal nicht Lucien, sondern wieder, wie im Rennen zuvor, mit Sweet Dreamer, für die Romy van der Meulen aus Holland. Was machen wir mit dem Pferdchen? Gut, das Pferd kam jetzt von, ist dreimal bei Waldemar gelaufen, ist jetzt bei Lucien, von dem Pferd weiß ich noch nicht viel, aber ich denke, die Lucien-Pferde sind ja alle immer gut im Geld und laufen immer brav nach vorne, deswegen, vielleicht haben wir auf jeden Fall Platzchancen, denke ich. Also du wirst das Pferd nicht daran hindern, nach vorne zu laufen. Können wir uns darauf einigen? Gut. Okay, da haben wir schon eine Menge von deinen Tipps. Das sieht ja aus, als wenn du doch das ein oder andere Mal den Zielrichter beschäftigst, nicht belästigst, ne? Rennordnung einhalten, hier nicht am Zaun gehen. Lass uns mal zum Viererwetterrennen gehen, denn da müssen wir natürlich jetzt was erarbeiten. Leon, unsere Gäste dürfen immer fleißig mithelfen. Also du hilfst ja schon damit mit, dass du uns hier generell erstmal besuchst und zum anderen No Walls angesagt hast. Dann werden wir No Walls auf jeden Fall schon mal in die Viererwette reinnehmen, Guido. Und der Lars Wilhelm, der immer noch nicht zugeschaltet ist, hat in der Sportwelt gesagt, hier unten drunter, Star Gypsy. Star Gypsy ist sein Tipp des Tages. Star Gypsy, viele Grüße an die Maike Riehl, mit der wir so auch nochmal reden. Die nächsten Tage mal kommt auf jeden Fall dann auch in die Kombination. Da Guido letzte Woche aber den Italia angesagt hat als Stellpferd, darf Guido heute natürlich auch wieder das Stellpferd ansagen. Guido, wen nehmen wir denn da? Ja, schau nochmal in die Sportwelt, was da drin steht. Soll ich mal schauen, ob du was angesagt hast? Da steht Guido Schmidt, Nummer 8, Soyeux. Dann nehmen wir das doch, das Pferdchen. Eine Stute. Halt, Florian, 1, 2, 3 stellen wir die. 1, 2, 3, Soyeux, das ist unser Stellpferd. Das heißt, wir können 6 Pferde dazukommen. Soyeux, letztes Mal in Hamburg war das Pferd Dritter, ist aber aus der Wertung genommen worden, wegen diesem, wie soll man sagen, unsäglichen Koffeinfuttermittelzusatzfall. Das sah gut aus und ich habe das Pferd auch angekreuzt bei mir. Ich werde es auch in meine private Wette nehmen. Kann das also somit, wir entscheiden das jetzt hier und es sei denn, der Leon bremst uns, dass wir das Pferd nicht stellen sollen, sonst entscheiden wir das ja einfach hier für den Lars Wilhelm mit. Leon, bist du einverstanden, dass wir so je auf 1, 2, 3 stellen? Die hatte nicht das beste Rennen in Hamburg, ja. Ob Koffein hin, Koffein her, ja. Also da, wenn sie ein besseres Rennen hat und es gibt ja ein schnelles Rennen, die hat auch ordentlich Speed, hat in Düsseldorf schon gewonnen, ist immer ein nicht zu unterschätzender Vorteil für Pferde, die Bahn in Düsseldorf kennen, beziehungsweise dort schon gewonnen haben, ja. Ja, das stimmt. Ich nehme auch 2 Pferdchen rein. Achso, Guido, du darfst natürlich noch ein weiteres Pferd nennen. Du hast ein Stellpferd jetzt gesagt, das ist die 8. Ich nehme mal was Krummes, ja. Mit Martin Laube von Lubos Urbanek, die Nummer 9, Hello Hobby.
Hello Hobby, das klingt ja fast wie ein Pferd aus der Zucht von Görnsdorf. Und zwar nicht, weil er so einen lustigen Namen hat, ja, sondern weil er in Frankreich schon ein paar Formen gezeigt hat, die hier durchaus ausreichen würden, vielleicht sogar das Rennen zu gewinnen. Ja. Okay, schauen wir mal. Nein, Züchter ist nicht Görnsdorf, das Gestüt Küsserburg. Auch nicht schlecht. Und Christian, ist der Züchter. Bitte, Christian, Guido. Ja? Das ist ein Neunjähriger, also wieder das älteste Pferd im Feld. Das ist eigentlich was für dich, ja. Der Neunjährige? So, Jö ist drei. Ach so, du meinst, also sorry, den Holle Hobby. Okay, 9 Jahre, das ist genau meine Preisklasse. Da hast du recht. Dann gucke ich mal, ob ich was ähnlich Altes finde. Ich habe in der Sportwelt angesagt die Nummer 12, Dumas, mit Josef Boyko. Und die werden wir in eine Kombi stellen. Und ein zweites Pferd dazu. Gruß wieder nach Magdeburg. Wir werden dir das nie vergessen, lieber Jan Röttger. Adaris, haben wir nach deinem Hinweis, deinem strengen Hinweis, letzte Mal reingenommen. War gut, das Pferd war in der Viererwette. Es tritt heute wieder an und es wird wieder in die Viererwette laufen. Mit Micky Kadidou für Herrn Grösche, über den wir eben schon kurz gesprochen haben, Trainer Grösche. 5-jähriger Wallach, Start Nummer 4, nehmen wir auch mit rein. Das heißt, wir haben jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5. Es fehlt noch ein Pferd. Leon, frag doch mal die Helene oder den Lukas, ob die in dem Rennen auch noch einen haben. Komm. Uns fehlt alles noch ein klar. Pferd. Machen wir. Ich zähle nochmal die Kamera. Helene, Lukas, was sagt ihr zu dem Viererwettenrennen? Als Stellpferd noch? Also ich sag nicht Stellpferd, Kombipferd. Ja, Kombipferd. Ich sag die 1, Any Say. Aber ist da ein guter Reiter drauf, Helene? Ja, der ist okay. Also der guter Durchschnitt. Das könnte funktionieren. Das könnte funktionieren. Frag mal den Reiter, was er meint. Ja, ist gut. Lukas, was meinst du zu Any Say? Gute Chance. No Welcher, für mich No Welcher. 52 Kilo, haben wir die richtig gute Chance. Okay. Also, wir sagen einfach so, einer aus diesem Auto gewinnt. Okay? Das ist okay, das ist eine klare Ansage. Helene, also ich habe schon gedacht, dass du die NSC nur nimmst, weil es so ein schöner Schimmel ist. Ja? Ich weiß doch, wie die Frauen sind. Ich liebe doch Schimmel, du weißt doch, meine Vorliebe für Schimmel. Ja. Ilva, NSC, schöne Pferde. Ja. Und hinterher sind sie so schön weiß. Alles klar, dann haben wir den Tipp auch, glaube ich, fertig. Florian, zeig noch mal was, wenn du mitgeschrieben hast, wie unsere Wette inzwischen ausschaut. Kannst du uns das hier mal einspielen? Wir haben ein Pferd gestellt, das ist Guidos Tipp. Guido hat das Vorrecht, so hier wird gestellt, 1, 2, 3. Dazu packen wir die 1, NEC. Geritten von Lucas Delosier, auf dem Beifahrersitz, angefeuert von Helene und eingeleitet von Leon Wolf. Dazu nehmen wir die 4, Adaris. Wir nehmen dazu die 6, den Ritt von Leon, nämlich No Walls, in der Hoffnung, dass das Pferd ja zumindest Vierter wird, Leon. Da müssen wir landen. Ansonsten reden wir noch miteinander. Dann nehmen wir noch rein die Nummer 9, Hello Hobby, ein Tipp von Guido. Die Nummer 12, Dümer, von mir. Und die 13, Lars Willem mit Star Gypsy und Maike Riehl, die immer noch die Führende ist in der Gesamtwertung und die wahrscheinlich ja auch ausbauen möchte in der Tabelle. Mal schauen, ob sie das schafft. Da läuft der Wettkampf ja auch dann das 11. Mal und da sind dann noch anschließend 10 Rennen offen, wo Punkte und damit hinten raus Geldprämien geholt werden können für Trainer und für die Besitzer. Ich glaube, der Florian blinkt das gerade, bietet es einmal ein auf Trainer und Jockey. Schau mal, was haben wir denn da aktuell vorne? Wenn wir das angucken, dann ist bei den Trainern immer noch Pavel Wojtchenko vorne, Dr. Bolte Zweiter, Blume Dritter, Pascal Werning, da ist er, der PJ, das ist der Trainer von Star Gypsy. Ja, das ist alles eng beieinander vorne. Die Punkte werden übrigens wie folgt vergeben, wir kriegen eine Anfrage. Die Geldpreise, die gewonnen werden, sind ein Punkt. Also der Sieger in dem Rennen kriegt immer 4.444 Euro, entsprechend 4.444 Punkte. Da sehen wir zum Beispiel auch bei André Best, dass er das Rennen einmal gewonnen hat und 4.000 Punkte holte. Wenn der Florian noch einmal auf die Jockey-Tabelle geht, dann kann man das sehen. Oder auch Cecilia Müller hat einmal gewonnen, Josef Wolke, Helfenmann einmal gewonnen. Leon Wolf sehen wir da noch nicht, Leon, in der Tabelle. Müssen wir ändern, oder? Damit du auf jeden Fall da mit 4.444 Punkten am Sonntagabend drinstehst. Kümmer dich drum, Junge. Ich auch so. Sehr gut. Also, die Viererwette haben wir stehen. Leon Wolfs Tipps haben wir stehen. Die Tabelle haben wir gesehen. Die Obelix-Tipps haben wir... Nein, nur mein Obelix-Tipp haben wir bislang. Guido, sag mal deinen Obelix-Tipp fürs Wochenende. Ich hab so viele Kreuze in der Zeitung hier. Ja, dann sag uns die, also überleben. Ich habe ein bisschen geschwankt zwischen im dritten Rennen der 5, Meadow Sweet, ja, von Markus Pflug, ja,
der steht vom Gewicht her sehr gut und steht in der Zeitung mit 3,5. Oder im vierten Rennen die 1 Palimero von Mario Hofer. Der ist natürlich heißer Favorit. Und da wir ein bisschen Geld verdienen wollen, nehme ich dann im dritten Rennen die 5 Meadow Sweet. Ja? Das finde ich gut, denn die Pferde, die davor waren, haben ja, als du in Hannover warst am Wochenende, hervorragend auch performt in dem Auktionsrennen, denn Ehring hat das Rennen gewonnen. Also die Form ist mehr als aufgewertet worden, kann man das sagen? Ja, mehr als, also sehr stark aufgewertet worden. Ich glaube, das ist ein guter Tipp. Da gehe ich konform. Dann nehmen wir die, ich schreibe mal eben auf, die Meadow Sweet. Da haben wir Sweet Dreamer und Meadow Sweet. Boah, das muss ja irgendwie aneinander passen, Guido. Das ist nicht abgestimmt hier, aber passt perfekt aufeinander. Die 5. So, lass Willem, warten wir ab, wen er nimmt. Wir können auch einen für ihn aussuchen, aber das lassen wir lieber. Der ist alt genug, der kann das alleine. Dann brauchen wir noch natürlich einen kleinen Blick auf die beiden Hauptrennen. Wir haben ein Listenrennen und ein Auktionsrennen in Düsseldorf. Sportlich höher das Listenrennen, auch wenn es mit nur einem Viertel des Geldpreises dotiert ist. Es geht um 12.500 Euro, 1.600 Meter. Beide Rennen sind wichtige Rennen für zweijährige Pferde. Es geht um den großen Juniorenpreis der Noratis West GmbH. 1.600 Meter Düsseldorf um 14.30 Uhr, das 5. Rennen, 7 Pferde am Start. Guido, hast du da irgendwas auf der Trainingsbahn gesehen, gehört? Ich habe zumindest ein Pferd im Rennen mal live erlebt, da kann ich gleich was zu sagen. Fang du aber an. Also zur Nummer 1 East Storm, da war ich dabei, wo das Pferd gewonnen hat in Düsseldorf. Der sah im Führing, ehrlich gesagt, übrigens, es ist ein Schimmel, ja. Der sah im Führing noch relativ unfertig aus. Was heißt unfertig? Auf jeden Fall noch ein bisschen zu schwer, ja. Und wenn so Pferde gewinnen beim ersten Start, dann sind das in der Regel richtig gute Pferde, ja. Also hier kann man es natürlich nicht so gut sehen, aber der war richtig so ein kräftiger, wo man so denkt, wenn man den sieht, ah, der braucht das Rennen noch. Das ist ein gutes Pferd. Das sah schon aus wie ein Dreijähriger, ja, war richtig groß, ja, und schwer, aber guck mal, wie er gewonnen hat, ja. Ich glaube, der wird sich halt vom ersten Start nochmal richtig steigern, ja. Der Gegner ist natürlich Nante, das ist auch ein sehr schönes Pferd, den kenne ich natürlich aus dem Stall bei Mario Hofer. Der wird sich auch noch mal verbessert haben. Der hat in München einen sehr, sehr guten Stil gewonnen gegen, glaube ich, ein sehr gutes Pferd von ihm selbst, was jetzt gerade in die USA verkauft wurde. Und eins der besseren Pferde von der Sarah Steinberg. Ja, also, ja, der Castino, genau. Ja, an dem Renntag war ich vor Ort. Das war der Damen-Renntag. Das war spannend. Ich stand neben Franz von Ausberg, der dann sich vor Freude gar nicht mehr einkriegte. Lieber Franz, herzliche Grüße. Dass seine beiden Pferde gewinnen. Nante ist zwar nicht ganz richtig der bessere Name für eigentlich Nando, denn das ist sein Sohn. Prinzess Tine, kann man raten, wer Prinzess Tine ist. Viele Grüße, liebe Tine. Ja. Ist seine Frau. Also im Grunde war das ein Familieneinlauf mit selbstgezüchteten Pferden, mit seinem Deckhengst Pastorius und Pferden, die er vorher, die Mutterstuten hatte er auch, im Rennstall. Beides sind bei Mario Hofer in Krefeld unterwegs. Also das war besser hätte es nicht laufen können. Höchstens noch ein Totenrennen, aber sowas auch wunderbar. Oh. Und dieses Pferd hatte ich gesehen, das war sehr beeindruckend, wie Nante da wegzog. Sah aus fast schon wie ein fertiges Pferd, also anders als der Eindruck, den der Guido hatte von East Storm. In dem East Storm-Rennen habe ich aber noch ein Pferd, das mir sehr gut gefallen hatte, nicht nur wegen des Milka. Namens, sondern auch wegen des Geschmacks. Milka, genau, ein Pastorio, ein Protectionist-Pferd, also die ersten Pferdchen kommen jetzt ja auch hier von ihm auf die Rennbahn. Ist ja immer noch ein junger Deckhengst. Und was Milka da gemacht hat, gefiel mir richtig gut. Das Pferd ging als krasse Außenseiterin an den Start mit 22,8:1 bei nur 7 Pferden. Also das hatte kaum einer auf dem Tippschein, außer Sundermann auf Platz. Das war auch richtig. Und das sah richtig gut aus. Und die Strecke war 1600 Meter, das ist diesmal genauso weit. Also 100 Meter weiter hätte das vielleicht noch dem East Storm auf den Zahn fühlen können oder zumindest auf den Huf treten. Guido? Ja, ich habe die Zweierwette getroffen, weil die Milka sah sehr gut aus und sah aus wie die Zweijährige, ja, also ein fertiges Pferd, ja, die wird sich auch noch ein bisschen verbessern. Was man hier im Rennen beachten muss, ganz klar, deswegen können für mich auch die 5 und die 7 unter Umständen überraschen in dem Rennen, natürlich 3 Kilo weniger oder 3,5 als die beiden oberen. Und 3,5 Zweijährigen, das ist ein Hochhaus, ja, also das, da kennt ihr meine Meinung, das habe ich oft genug hier gesagt, wer bei den Jungen mit mehr Gewicht von mehr als 1 Kilo unterwegs ist, das muss schon ein richtig gutes Pferd sein, kompensieren. Das ist bei den Jungen, wiegt das Mehrgewicht doppelt so schwer wie bei älteren Pferden. Mhm. Und von daher, die Milka kann, glaube ich, alle überraschen und für guten Toto das Rennen sogar gewinnen. Ähnlich gestaltet sich das mit Longlove von Suboric.
Ja, die ist in Köln letzten Platz angeflogen gekommen, hatte einen riesen Moment in der Mitte. Da hat man gedacht, Helene, wenn ich einmal kurz unterbrechen darf, Helene zeigt gerade die Daumen hoch. Gut. Die Helene zeigt gerade die Daumen hoch zur Spiele vom Subi. Habe ich heute noch geritten, ist cool. Ja. Okay. Ja, okay. Da sitzt aber auch ein, welcher Jockey also, sitzt da wieder drauf? Es ist ein, obwohl nur 7 Pferde laufen, ist das ein spannendes Rennen. Ja? Ja. Also die 1 und die 2, die sind sicherlich die Favoriten, aber die sind für mich nicht angenagelt da. Ja? Das kann auch mal auf einmal ganz anders kommen, ja? Weil die unteren Gewichte, das macht eine Menge aus. Und das ist, dadurch ist es natürlich spannend. Ja? Wenn die jetzt alle das Gleichgewicht hätten, dann wäre wahrscheinlich die 1 und die 2 3-4 Längen vom Rest, aber so wird das durchaus schon ein spannendes Rennen. Ja? Dann achten wir natürlich auf Helens Tipp, ob das funktioniert. Schauen wir mal. Und auch da ein französischer Reiter, der Clemens, würde der Lars Wilhelm sagen. Clément Glicoeuvre. Meine Tipps sind die 2 und die 5. Einfach, weil die beiden mir sehr gut gefallen haben. Wir gehen in ein weiteres Hauptrennen, zumindest finanziell, das Hauptrennen der Hauptrennen. Die BBAG hat ja in circa 10 Tagen die Auktion der Jährlinge und entsprechend auch BBAG-Auktionsrennen, für die, die nicht so oft zuschauen oder nicht im Rennsport so beheimatet sind. Die Züchter, die ihre Pferde dort in den Ring bringen, zur Auktion anmelden, können die Pferde deklarieren für die Auktionsrennen, indem sie einen einmaligen Beitrag zahlen. Ich glaube, es sind 510 Euro müssen sie als Anbieter zahlen. Und dann sind alle Pferde auf der Auktion qualifiziert, sofern sie durch den Ring gehen einmal, müssen gar nicht verkauft werden, müssen angeboten werden, für diese hochdotierten Auktionsrennen. Davon gibt es ca. 20 Stück für 2- und 3-jährige Pferde auf allen möglichen Distanzen und auf vielen, vielen deutschen Rennbahnen. Und dankenswerterweise sind diese Rennen auch in der Dotierung, in der hohen Dotierung geblieben. Also es werden weiterhin 52.000 Euro in den meisten Rennen, 52.000 Euro ausgezahlt. Und es gibt 7 Platzgelder. Also das ist eine wirklich lohnende Sache und ein schönes Bonbon für jeden Käufer dieser Angebote der BBAG Jährlingsauktion. Also wer noch kein Pferd hat, kann sich eins kaufen. Und ich drücke denen, die das tun, die Daumen, dass sie dann auch in den Auktionsrennen fleißig abkassieren, um eine Rendite zu haben und dieses Geld natürlich wieder investieren in die deutsche Vollblutzucht. So, jetzt haben wir genug Werbung gemacht. Dieses Rennen hat 10 Starter. Es beginnt um 15.30 Uhr, 1400 Metern, Tacken kürzer als das andere Rennen. Guido, fällt dir da irgendwas auf in dem Rennen? Hast du da ein Pferd im Auge? Oder ja, auch da habe ich Leo natürlich. Nicht nur ein Pferd im Auge, ja. Also da möchte ich gern die 2 nennen. Der Prinz, das ist von der Erika Ulbricht. Und das ist ein Pferd, was beim ersten Start in Düsseldorf nicht nur leicht gewonnen hat, sondern ich sag mal, das war eigentlich überlegen. Ja? Also der kam Mitte der Geraden. Vielleicht kann man das genau hier nochmal sehen. Ja. Also lass uns dabei auch auf die Nummer 8 gucken, auf Quello, in weiß und blau geringelten. Da kann der Lukas ja gleich was zu sagen. Das ist der Gegner für mich. Da kann das der ist Lukas auch mein Gegner. Die kämpfen da schön miteinander. Aber guck mal hier, wie leicht der jetzt weggeht. Also der hat nicht einmal die Peitsche genommen, jetzt gleich mal kurz einmal einen Klaps und dann löst er sich auch leichter. Also ob der Quello die Form, der kommt natürlich auch angeflogen zum Schluss. Also da muss der Lukas mal was zu sagen, ob sich das Pferd deutlich verbessert hat durch das Rennen. Dann könnte es einen entspannenden Zweikampf für mich da geben. Ja. Alles klar, wir fragen ihn mal. Lukas, how is Quello now? What do you think? Die Pferd gut arbeiten am Tag. Richtig gut Arbeit. Eine, zwei Pferde ein bisschen vielleicht besser 2 Jahre, aber sehr gute Chance auch. Für ein Rennen, 7 Geld, voll Preis, ja, warum nicht? Okay, Euphorie klingt anders, aber der ist immer so. Aber er ist nie euphorisch. Die Arbeit auch Montag. Sagst du nochmal, Leon? Der Ton war schlecht. Der Lukas ist immer nicht so. Ich kann sagen, ich habe die Montagsarbeit auch gesehen. Alles klar. Dann hoffen wir, vielleicht muss er nicht von ganz so weit hinten kommen, kann etwas näher dran bleiben. Vielleicht geht das. Schauen wir mal, das Rennen ist 100 Meter kürzer, also muss er sich etwas eher sputen, um da hinterher zu kommen. 1400, letztes Mal 1500 Meter, aber der Schlussspurt war schon genial, fand ich, was der Quello da gemacht hat. Hat Lukas ihn gut eingesetzt. Also das ist einer, den habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe auch dazu noch ein Pferd aufgeschrieben, das heißt fast wie mein Großvater selig,
Der hieß Augustus. August, und ist Augustinus, und ich bin am 1. August geboren als Pastor, hatte ich Startnummer 1, also den muss man allein deshalb schon reinnehmen, weil da so viele Linien auf mich selbst zuführen. Das Pferd hat auch nicht viel falsch gemacht bislang. Zweimal gelaufen, zweimal Zweiter gewesen, und ja, das wird auch einen weiteren Sprung nach vorne machen. Der andere starke Reiter, das Pferd. Das Pferd habe ich ebenfalls im Auge, genauso wie Quello, The Prince, oder der Prinz natürlich. Das war super, das Rennen, wir haben es ja gerade nochmal gesehen. Schauen wir, ob das Pferd dann im zweiten Start diese Leistung behaupten kann. Oder idealerweise erneuern kann für den Besitzer oder die Besitzerin, Frau Ulbricht. Gucken wir mal, was mir noch ins Auge fällt, ist Domstürmer. Das Pferd hat auch nicht viel falsch gemacht. Ist zuletzt knapp hinter Augustinus gewesen und hat jetzt einen kleinen Gewichtsvorteil. Vielleicht geht da auch noch was mit Alex Peach im Sattel. Mal sehen. Guido, hast du sonst noch ein Pferd im Auge, außer dem Prinz? Ja, eigentlich nicht. Natürlich die Pferde vom Holger Renz hier, die muss man natürlich immer mitnehmen, ja, allein schon wegen den lustigen Namen, ja, der hat ja immer so kölsche Namen, ja, aber der hatte ein relativ gutes Auge immer auf den Auktionen, der kauft nie teure Pferde, aber die sind doch im Schnitt, kauft er sehr gute Pferde, kann man wohl mittlerweile sagen, ja, also das ganz selten welche dabei, die irgendwie jetzt nicht 70 bis 80 Kilo können. Und ab und zu hat er natürlich auch mal einen richtig guten dabei. Der hat ja schon einen Deckhengst. Ja? Also Respekt. Der Mann weiß, was er tut auf den Auktionen, weil der gibt nämlich nicht viel Geld aus. Ähnlich mache ich das ja auch. Ja. Und man muss auch nicht immer die beste Abstammung und vom besten Deckhengst kaufen, um ein gutes Pferd zu haben. Ja? Der ist der lebende Beweis. Ja? Es reicht ja, wenn das Pferd im Ziel vorne ist. Muss ja nicht im Auktionskatalog ganz oben stehen. Richtig. Ja, das Problem ist natürlich, wenn du ein Pferd für 150.000 Euro kaufst, dann muss das ja schon ein Gruppepferd sein, ja? Das ja, ist sonst schon hast muss. Auf jeden Fall ja, eine Menge Liebe investiert. Ja, genau. Der Holger Renz, der sagt es schon, Guido, sucht immer kölsche Namen wie Mariechen und sonst was aus und kölsche Jong und was er immer hatte an Pferden. Was ist Immi? Das sagt mir gar nichts. Milieu. Achso, ne, Immi, vielleicht wollte der, weil er kennt ja auch meine Mutter, die war ja ein großer Milovic-Fan. Vielleicht wollte er den dann nach meiner Mutter benennen und Irmi nennen oder hat er das R vergessen. Das könnte natürlich auch sein. Okay, also so viel. Ich werde ihn fragen, was sich hinter Immi verbirgt. Ja? In der Regel kannst du es aber googeln. Ich als Nicht-Kölner habe das schon gegoogelt, so seine Pferdenamen da. Ja? Da kommt dann mal die Erklärung. Also die anderen kölschen Namen konnte ich alle erklären, aber Imi sagt mir nichts. Vielleicht kriegen wir das hin. Holger, wenn du zuschaust, schreib uns eine Mail oder schreib es in einen Kommentar. Oder von den Zuschauern, wenn einer weiß, was Imi heißt, ob das ein kölscher Szenebegriff ist oder irgendwas aus dem Fädel. Schreibt es mal unter die Kommentare drunter. Wir würden auch gerne mal was lernen, wenn das geht. So, damit sind wir ziemlich weit durch. Guido, ich brauche noch deinen Obelix-Tipp. Habe ich aufgeschrieben. Sorry, das war Meadow Sweet, haben wir schon erwähnt. Bye. Lars Wilhelm fehlt uns noch. Damit sind wir so gut wie durch. Ich habe noch eine Sache, die wir euch gerne zeigen würden. Ich weiß nicht, ob ihr den Renntag in Halle gesehen habt. Guido sprach schon vom Supergeläuf und Rundumbetreuung in Hannover vom Sonntag. Tags vorher war ein Renntag in Halle. Und da gab es eine Kameraperspektive, die mich fasziniert hat. Nämlich mit Drohnenaufnahmen. Und das zeigen wir euch jetzt mal. Ausschnitte, wenn ihr das gesehen habt, kann man sich das zweite Mal angucken. Wenn nicht, schaut mal die nächsten 30 Sekunden rein. Das wie in Hongkong. Ja, oder in England, weil wenn die großen von den großen Ladekränen runterfilmen. Das ist aber wirklich eine Drohnenaufnahme von der Innenbahn gemacht. Und das finde ich faszinierend, denn sieht man die Renndresse perfekt von oben, nicht nur von der Seite und verdeckt. Und man kann wirklich die Distanzen einschätzen, die Unterschiede zwischen den Pferden. Also von diesen Bildern wünsche ich mir mehr. Und da dickes Lob an Andreas Neugeborn, Präsident vom Hallischen Rennverein, der diese Idee hatte, seine Freunde, die dieses Drohnenteam haben, auf die Rennbahn zu holen und das mit einzuspielen in den Stream von Deutsche Galopp. Also ich finde das faszinierend, so eine Perspektive. Du kannst vor allen Dingen, Christian, ein Rennen extrem gut beurteilen im Nachhinein. Ja, wenn man sich die Rennen nochmal anguckt, mit so einer Perspektive von oben siehst du genau, wer hat ein schlechtes Rennen gehabt, wie was, wo gab es einen kleinen Stopp, was du teilweise gar nicht siehst aus der normalen Kameraperspektive. Ja. Und die Vorbehalte, die es auf gibt oder zu dem Thema, ist ja gut, wenn so eine Drohne abstürzt, gefährlich, klar, natürlich, aber ich glaube, da gibt es einfach zwei Möglichkeiten, das zu steuern. Einmal weit von der Innenbahn, das zu machen und nicht von vorne, sondern ein bisschen von hinten zu machen, sodass die Pferde auf jeden Fall für den Fall, dass eine Drohne runtergehen sollte, natürlich mit Tempo 60 oder im Schlussspurt mit 65 natürlich auch entsprechend Meter machen in der Zwischenzeit und somit den Fall der Drohne gar nicht mehr in Gefahr kommen sollten. Aber auch das Ganze ging unfallfrei von der Bühne. Ich habe mit Andreas Neugeboren gesprochen vorgetage, aufgrund dieser Aufnahmen. Und er hat anschließend auch eine Anfrage bekommen von dem Team,
von Riedel TV, die die Übertragung machen, ob sie das nicht öfter einspielen können. Und ich würde es persönlich sehr begrüßen, wenn das idealerweise bei jedem Rennen nicht die ganze Zeit drin ist. Aber so, so Zwischenaufnahmen finde ich viel, viel besser als Aufnahmen aus dem herfahrenden Auto. In Hongkong zeigen die die Wiederholung so. Und das ist eigentlich so eine super Sache in Hongkong. Die Wiederholung zeigen sie von dem Rennen so. Leon, letzte Frage ins Auto. Habt ihr genug zu essen und zu trinken? Ihr fahrt ja immer noch nicht. Ja doch, wir sind jetzt aktuell, hat sich wieder ein bisschen bewegt und entzerrt. Wir haben jetzt noch 92 Kilometer und das Navi sagt noch 50 Minuten. Okay, ja, dann darfst du endlich nach McDonald's und der Lukas natürlich wieder nicht. Wir fahren direkt zum Italiener durch. Leon, erzähl uns was zu deinem Ritt morgen in München. Du hast einen Ritt. Was macht das Pferdchen? Genau, ich habe einen Ritt, das ist die Ilva, ist sonst die Helene geritten. Oh wei. Ich denke, ja, das ist gut raus, gut drauf, hat gut gearbeitet und wir gehen zuversichtlich. Also wenn die Helene dir jetzt heute Abend ein Getränk anbietet, ja, lehn das mal besser ab. Ich nehme es nicht. Nicht, dass du morgen ein bisschen Magen-Darm hast, ja? Ja, genau. Helene würde dann wahrscheinlich notfalls einspringen. Leon, ganz herzlichen Dank dafür, dass du uns und dir und Lukas und Helene die Zeit vertrieben hast im Auto. Auf der Höhe von wahrscheinlich irgendwo nördlich von Ingolstadt seid ihr jetzt, auf der A9 Richtung Süden. Habt morgen viel Spaß in München. Das Wetter hier ist bescheiden gut. Es wird, glaube ich, durchregnen. Aber naja, du hast einen Helm auf und Handschuhe an und Stiefel. Also sieh zu, dass du irgendwann nach vorne schiebst. Nimm die Helene anschließend in den Arm. Tröste sie, dass nicht sie das Pferd zum Sieg reitet, sondern du das übernommen hast. Ist Ehrensache, oder? Alles klar. Dann vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es wird dann eine schweigsame Rückfahrt. Dann. Ja, wenn ich mich überhaupt noch mit nach Hause nimmt dann. Ja. Und Leon, da du mit Abstand der Jüngste bist, den wir hier als Gast hatten, also die Helene ist auch nicht alt, aber die ist deutlich älter als du, relativ sowieso, absolut auch ein paar Jährchen. Darfst du das Schlusswort sagen, dass sonst immer dem Lars Wilhelm vorbehalten ist? Also Guido und ich verabschieden uns hier schon mal mit einem fröhlichen Winken, wünschen allen viel Spaß und das Schlusswort dieser Übertragung hat heute der Leon Wolf. Mit Herzblut für Vollblut, auf geht's, deutscher Galopp. Sehr gut. Hätte der Lars nicht besser machen können. Also, halt's miteinander. Ciao. Danke dir.